Hä? Was? Hä? Was ist nun los? Hä? Wie jetzt? Was ist denn das jetzt? Hallo? Ich will in den Aufzug rein. Ich schwebe in der Luft. Laden. Warum schwebe ich in der Luft? Irgendwie hat der Aufzug was gegen mich. So, jetzt bitte nicht schon wieder. Was war denn das? Ach, herrlich. Ein Bug der schönsten Sorte. Ah, diese Türen, ich vergesse es immer wieder, dass die immer so schnell zugehen. Lief hier nicht auch mal eine Frau rum? Auf jeden Fall läuft hier eine Maschine rum, die mich hoffentlich nicht gesehen hat. Oh Mann. Ich will mich da doch einfach nur genauer umgucken. Ihr Schweine. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt wer, aber irgendwie auch nicht. Boah, da laufen mir ein paar zu viele. Ihr habt mich alle nicht gesehen. Mann, seid ihr blöd. Unterkünfte. Unterkünfte. Ich hoffe, hier wohnt keiner. Ich hoffe, hier schläft auch keiner. Eine Mine. Nichts. Nichts. Die ist zu. Hoffentlich ist da was drin. Oh, die ist ja schon auf. Gold. Und zwei Türen. Schön. Hm, viel haben habt ihr hier aber auch nicht, ne? Wo sind wir denn nun? Ah, ein Brief. Schon wieder. Bruder Vilnia, bitte notiert Folgendes. Dies ist die Abschlussliste für die Lautsprecher. Sorgt dafür, dass die Diener sie vor der Ankunft unserer Gäste installieren und überprüfen, ob sie funktionieren. Lautsprecher 1, Zentralbereich. Lautsprecher 2, Bibliothek. Lautsprecher 3, Kapelle. Lautsprecher 4, Speisesaal. Lautsprecher 5, Galerie. Lautsprecher 6, Ballsaal. Vergesst außerdem nicht den Lautsprecher für unseren besonderen Gast. Ja, aber hatte ich doch recht mit Kapelle. Aber wo ist die Kapelle? Das wird sehr lustig. Noch mehr Gold. Und da ist noch eine Tür. Ich will einfach nur in diese verdammte Kapelle. Mehr will ich doch gar nicht. Okay. Ah, da oben. Ach, das sind nur Vasen. Okay. Dann halt nicht. Kapelle? Nee, Wein. Ja, als ob man das nicht sieht, dass da was drin sein könnte. Ah, Schlüssel für die Waffenkammer ist es also auch nicht. Dann können es ja nur noch die Dietriche sein. Jo. Sie sind es. Ja, komm, mach ob. Mach auf. Dankeschön. Bin ja richtig begeistert und richtig froh, dass das mal schnell ging. Oh, schön. Ist das jetzt richtig auf? Nee, jetzt. Na gut, das war's. Tja, aber hat sich doch trotzdem gelohnt, hier hinzugehen. Ja, und das ist alles eh nicht wertvoll. Aber wo ist die verdammte Kapelle? Das habe ich auch noch nicht so ganz geschnallt. Achso, ja, das war die Tür. Ich möchte, glaube ich, mal hier hinten lang. Da ist sie, die Kapelle. Ach, wie schön. Ist doch schön, dann haben wir es doch fast geschafft. Boah, wenn diese Maschine hier ja nicht rumlaufen würde. Die hängt fest. Die Maschine hängt. Ob ich die jetzt treffe, ist eine andere Frage. Ihr hängt da alle irgendwie fest, ne?
Naja. Nein, dieser ist zerstört. Wer immer das getan hat, ich werde ihn finden. Ja, ja. Dann such mich mal. Wenn du das meinst. Führe mich zu diesem Eindringling. Nur Feiglinge und Schurken verstecken sich. Aua. Au, au, au. Du blöde Schlampe. Du Mechanistenschlampe. So, war irgendwas? Ich glaube nicht. Mörder, mein Gott. Könnt ihr es nicht einmal beim Namen nennen? Ich bin ein gottverdammter Mörder, mein Gott. Da ist ein Schlüssel. Er hat den Schlüssel im Mausoleum verloren. Na, aus welchem Film war das? Wer es weiß, in die Kommentare damit. So. Darf ich mir das jetzt anhören? Und euch eure Schätze klauen. Nachricht Nummer 3. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun die Kapelle des Erbauers. Hier sinnen wir über seinen großen Plänen. Die Diener, die ich Ihnen schenkte, sind nur ein Beispiel für unser stetes Trachten, seinen Idealen zu folgen. Bevor sie zu Dienern wurden, waren die Seelen hinter den Masken verloren und unproduktiv. Nun sind sie ein Beispiel für Effektivität. Ach, wäre ich doch nur bei Ihnen, um diesen Moment gemeinsam mit Ihnen auszukosten. Doch ich schweife ab. Weiter mit der Führung. Ja, du schweifst auch ab. Aber man merkt, dass dir dein Projekt sehr viel Spaß bereitet. Aber krank bist du trotzdem. Ich würde ja mal vielleicht interessieren, wo die Waffenkammer ist. Nee, die ist es nicht. Nee, nochmal zurück. Ah, der passt. Was haben wir hier? Könnte Sis the Waffenkammer sein? No. Dann halt nicht. Nee, mit einer Schriftrolle geht das immer noch nicht. Ja, okay. Aber wo ist diese verdammte Waffenkammer? Naja, egal. Aber ich bin ja schon mal richtig erfreut, was wir hier schon alles geschafft haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, wenn dieses Level vorbei ist. Weil irgendwie mag ich es nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es mir nicht sonderlich sympathisch. Wie viele Türen und... Ach, Gott sei Dank bist du kaputt. Tja, Feuer, da waren wir. Tja, wir waren hier ja jetzt überall, außer waren wir hier noch irgendwo nicht. Ja, hier. Die ist offen. Ist das eine andere Stube oder dieselbe, wo ich war? Nee, es ist eine andere. Na, ich will keinen Hammer. Was soll ich mit einem Hammer? Okay. Hoffen wir, dass da was drin ist. Weil das wäre gemein, wenn die mich jetzt verarschen würden. Na komm. Ihr verarscht mich. Danke. Ja, ich hab euch auch lieb. Liebe Entwickler. Ich hab euch auch sehr lieb. Wollen wir ein bisschen Karten spielen? Ja, vor allem, dass das Kartenspiel dann noch so zusammenbleibt, ne? Ist da ein Gummiring drum? Was ist hier? Irgendwelche Maschinchens. Aha. Nix von Bedeutung anscheinend. Ja, aber wo ist die fucking Waffenkammer? Das habe ich noch nicht so ganz geschnallt. Ah, nee, da kommt man nur da raus. Ja. Dann nehmen wir, würde ich sagen, die Treppe. Und gehen, keine Ahnung, am besten immer weiter hoch. Aber auf welchem Stockwerk war nochmal Karas Arbeitszimmer? Das war auf der 5. Gut. Dann haben wir ja nur noch ein paar Treppen vor uns. Das geht doch. Ach ja, diese bekloppte Maschine, die irgendwo hängen geblieben ist. Aber wo ist die nochmal hängen geblieben?
Egal, hat uns jetzt nicht weiter zu interessieren. Sind wir auf der 5? Ja, wir sind auf der 5. Wir sind auf der 5, dann können wir gehen in Arbeitszimmer von Karas. Da ist der Arbeitszimmer, speichern wir. Und dann wir werden benutzen diese Schlüssel. Und wo ist diese ekelhafte, komische Wächter? So, weg damit. Seid gegrüßt, Garrett. Ein lange erwarteter, aber nicht wirklich willkommener Gast. Ihr seid überrascht? Ich habe euer Kommen vorhergesehen, wie ich nun euer Gehen vorhersehe. Seid ihr ein frommer Mann? Dann sprecht nun euer letztes Gebet. Eure Sünden sind euer Verderben. Nö, ich glaube eher, deine Sünden sind dein Verderben. Ach, ein Bild. Kriegen wir das irgendwie auf? Nein. Nein. Na. Nein. Nein. Weil ich weiß immer noch nicht, wo die Waffenkammer ist. Tja, dann muss der hier ja irgendwo einen Knopf haben. Ach, da. Oh, oh, oh. Es wird Zeit, dass ich mir das Zeug schnappe und von hier verschwinde, solange ich noch kann. Gute Idee. Lesen wir das mal. Also es ist eine Zeichnung von so einem komischen Gedöns hier und dann steht hier Projekt Cetus Amicus Nummer 41XE7. Chefingenieur ist Karas. Seite 1 von 21. Dann irgendwie wo? In der Markhamsinsel oder auf der Markhamsinsel. Der Supervisor ist Cavador und das ist unterstrichen, also eingekreist vielmehr. Beobachtet alle Ausgänge, Straßen und ja. Der Eindringling darf nicht entkommen. Nein, so haben wir alles erledigt. Das würde mich nämlich jetzt mal gerade sehr interessieren. Ja, wir sollen fliehen, das ist schön. Und wieder zum Glockenturm. Das heißt, wir dürfen den ganzen fucking Weg jetzt wieder zurückgehen. Wie bin ich denn hier überhaupt nochmal reingekommen? Alle